So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Ü-Eier gibt es ja zurzeit nicht, ihr kennt das ja, die wechseln sich ja immer ab. Jetzt gibt es im Moment die Kinder Joy-Eier und Super Mario-Edition. Habe ich gestern beim Einkaufen entdeckt. Und das will ich mir natürlich mal anschauen und euch zeigen. Sind das nur Schlüsselanhänger? Sind da Figuren? Da ist Spielzeug drin. Alles in Super Mario-Style. Und das ein oder andere kann ich vielleicht für meine Arcade-Konsole gebrauchen. Das wisst ihr. Deswegen öffne ich jetzt das erste Dreierpack. Sieht aus wie so ein Reisekoffer. Ihr wisst, was ich meine. Oder so eine Reisetasche. Da sind eben drei Kinder-Joy-Eier drin. Und ich hoffe natürlich, dass in allen drei irgendwas von Super Mario ist, was ich euch präsentieren kann. Und ich gebrauchen kann. Also, fangen wir jetzt direkt mal an. Aufklappen. Und natürlich werde ich noch einige davon öffnen, weil wenn es doch was Interessantes ist, dann mache ich das natürlich. Aber figurentechnisch gibt es ja schon lange keine coolen Figuren mehr. Das ist einfach so. Aber erstmal kommt die Seite. Oh, schaut mal, was ist das denn von Super Mario? Das muss ich natürlich jetzt mal erstmal unter der Lupe nehmen. Und es ist so ein Drehteller. Ach, ihr könnt den einscannen. Das war's. Naja, aber das Titelbild sagt natürlich viel mehr her. Aber das Teil, wie wird das denn zusammengesetzt? Das nach oben hin, das kommt irgendwie hier rein. Ah, dann das, was oben ist, hier. Ach so, und ihr seht schon, ist so ein Wackelbild drin. Also jetzt ganz ehrlich, ihr wollt jetzt wirklich nicht meine Meinung dazu hören, weil die gehört hier nicht hin. Aber wir haben ja noch zwei Kinder-Joy-Eier. Kommen nun zum zweiten. Und es ist. Ah, der Pilz. So, jetzt mal gucken, was das sein soll. Das Bild ist identisch. Aber hier, ein Stempel. Ein Stempel ist das. Ah, seht ihr? Einfach nur, ich mache es jetzt mal hier drauf. Ah, da ist ein roter Pilz. Ein roter Pilzstempel. Mehr ist das nicht. Sieht natürlich witzig aus, gebe ich echt zu, aber sonst ist es nichts. Aber kommen wir jetzt zu der dritte und letzte Kinder-Joy-Eye Super Mario. Und ich hoffe, dass ich irgendwas Interessantes finde, Figuren oder sowas. Und erstmal die zu, jetzt alle weg. Und was ist hier drin? Tada! Und? Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das sein soll. Ach, ein Kreisel. Ein Kreisel, mehr auch nicht. Gehört aber nicht zu die. Doch, gehört zu die Super Mario Geschichte irgendwie. Ein Kreisel mit Aufkleber. In Super Mario Style. Bestimmt, das ist nämlich alles, weil es einfach nur. Aber nach oben hin kommt die flache Seite. Ah, die kommt jetzt aber nicht wirklich da rein. Blaue sollte eigentlich doch andersrum. Aber ihr seht schon, sind Problem.
Ach, da oben hin auch nicht. Ich bin natürlich jetzt, so sollte es sein. Jetzt müssen wir hier natürlich das Ergebnis da reinfalschen. Ah, da oben ist auch nochmal ein Punkt, der unter den Kreisel ist. So, sieht das aus. Dann natürlich den Aufkleber drauf und drehen. Mehr nicht. Also, ich muss jetzt sagen, von den neuen Kindern Joyce, Super Mario, Geschichten, diese drei Teile, bin ich absolut enttäuscht. Ja, das ist so. Bin ich enttäuscht. Es ist einfach so. Weil ich habe mir jetzt mehr darunter vorgestellt, aber nichtsdestotrotz schreibt ihr mir alles in die Kommentare, wie ihr das findet, was ihr davon haltet. Habt ihr euch auch schon eins oder mehrere gönnt? Hattet ihr was Vernünftiges drin? All das könnt ihr, sollt ihr auf jeden Fall für mich und alle anderen Zuschauer natürlich posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Und ich sage wirklich meine Meinung. Es ist nichts Besonderes, was mich zum Sammeln aufregt. Aber ich werde noch ein paar Eier mir besorgen und sie auch öffnen vor die Kamera, dass ihr auch seht, was da noch drin stecken kann. Und deswegen sage ich jetzt, wie immer, bleibt auf jeden Fall gesund. Guckt hin und schaut zu.